in meinen 1:1-Coachings höre ich ganz oft von Kunden, dass sie sagen, wir hatten aber auch so viele schöne Momente in unserer Beziehung. Und warum können zum Beispiel nicht ausschließlich diese schönen Momente, ja, immer da gewesen sein? Warum gab es auch die andere Seite? Und genau diese schönen Momente machen es so schwer oder haben es so schwer gemacht, die narzisstische Beziehung aufzulösen, sich von einer narzisstischen Person zu trennen. Und genau dazu möchte ich heute mal dieses Video, diese Podcast-Folge aufnehmen, weil das mit den schönen Momenten, ja, lade ich dich ein, es differenziert zu betrachten. Weil eine narzisstische, eine toxische Beziehung ist nicht wie jede andere Beziehung. Das ist keine normale Beziehung, deswegen ist es ja eine toxische Beziehung. Weil zum Beispiel diese schönen Momente gehören einfach bei einer stark narzisstischen Person zum, in Anführungszeichen, zum Programm. Das heißt, wenn ihr euch kennenlernt, dann startet quasi die bekannte Love-Bombing-Phase. Das heißt, du wirst überschüttet mit Lob, mit Zuwendung, mit Liebe. Alle deine Wünsche werden dir von den Augen abgelesen, damit du dich wohlfühlst, damit du dich gut fühlst, damit du das Gefühl hast, endlich angekommen zu sein. Und das äußert sich auch ganz häufig in Sätzen wie: Endlich habe ich jemanden gefunden, der mich so respektiert, wie ich bin. Endlich bekomme ich die Zuwendung und die Liebe und die Anerkennung, die ich mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht habe und die ich vor allem auch vielleicht in den ganzen vorherigen Beziehungen nie bekommen habe. Endlich habe ich meinen Seelenpartner, meine Seelenpartnerin gefunden. Endlich habe ich quasi das große Glück gefunden. Und das fühlt sich natürlich wunderbar an. Das ist so, so ein gutes Gefühl. Und nach diesem Gefühl sehnt sich natürlich fast jeder Mensch. Und durch diese Love-Bombing-Phase bekommst du eben dieses Gefühl und dort beginnt im Prinzip schon, ja, die ersten Schritte der Abhängigkeit, ne? Weil durch diese extreme Liebe, durch diese extreme Zuwendung, durch diese extreme Aufmerksamkeit, die du bekommst, schüttet dein Körper natürlich auch Stoffe aus wie Dopamin, Endorphine, alles solche Glückshormone, dass du dich richtig, richtig gut fühlst. Und diese Love-Bombing-Phase wird häufig ja auch ergänzt oder läuft parallel zum sogenannten Future Faking. Das heißt, es werden schnell, ziemlich schnell am Anfang noch oder am Anfang schon große Pläne gemacht. Es wird von Heiraten gesprochen, es wird von Zusammenziehen gesprochen, es wird vielleicht von gemeinsamer Firma gesprochen oder gemeinsames Business oder je nachdem, ob es schon ein Business gibt, dass du dort mit einsteigst, dass quasi, ja, dort eine ganz, ganz feste Bindung, eine Verbindung, eine Abhängigkeit so groß wie möglich entstehen kann. Okay? Und das ist, wie gesagt, alles das, womit du dich super fühlst, wo du dich toll fühlst, was du schon als schöne Momente klassifizieren oder deklarieren würdest. Und das ist auch alles verständlich, das ist alles völlig menschlich und normal. Und dann gibt es die schönen Momente, wo ihr, also und diese in Anführungsstrichen schönen Momente sind halt zweifelhaft, weil als Beispiel, ihr habt euch vielleicht gestritten, okay? Wenn du schon eine Weile mit der narzisstischen Person zusammen bist, dann weißt du ungefähr, wie das abläuft. Ihr streitet euch oder du sagst deine Meinung, du versuchst Grenzen zu setzen. Dann wirst du bestraft mit entweder Liebesentzug, das heißt, die narzisstische Person redet nicht mehr mit dir, sie ignoriert dich. Vielleicht ist sie auch für ein paar Tage, ein paar Wochen völlig verschwunden. Du weißt gar nicht, wo er oder sie ist. Siehst auf jeden Fall, dein Partner, deine Partnerin ist nicht bei dir zu Hause.
Dein Partner, deine Partnerin ist auch nicht erreichbar. Du erreichst ihn oder sie telefonisch nicht, mit Messenger-Nachrichten nicht. Und du weißt ziemlich genau, das ist jetzt die Strafe dafür, dass du einen Streit angefangen hast, diskutiert hast, deine Meinung gesagt hast. Und genauso kann die Bestrafung auch dahingehend aussehen, dass du beleidigt wirst, dass du abgewertet wirst, dass du immer zu sensibel bist, zu viel Drama machst, alles verdrehst, dass du schuld bist, dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist, dass du schuld bist, dass die narzisstische Person jetzt schlecht gelaunt ist, Stress hat, Kopfschmerzen hat, Magenschmerzen hat, vielleicht wieder zum Alkohol greift oder, das sind dann wieder die klassischen Schuldzuweisungen. All das zählt unter Bestrafungsphase. So, und diese Bestrafungsphase, die ist natürlich für dich sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr unangenehm. Das heißt, dein Körper schüttet Stresshormone aus, wie Adrenalin zum Beispiel. Und dadurch bist du jetzt nicht mehr ganz, ganz oben quasi in den Glücksgefühlen, sondern stürzt ab in die, ja, in die Stresshormone. Und das ist nicht nur für dich anstrengend, es kostet dich Energie, es sind auch, wie gesagt, unangenehme Gefühle. Vielleicht weinst du dich in den Schlaf, kannst an nichts anderes mehr denken, bereust es vielleicht, dass du es angesprochen hast, dass es dadurch vielleicht eben erst dazu gekommen ist. Und dann plötzlich ist die narzisstische Person wieder da oder ist wieder höflich zu dir, ist wieder charmant zu dir. Und die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein. Du bist erstmal heilfroh, dass die Bindung wiederhergestellt ist, dass wieder Harmonie und Frieden herrscht, weil du ziemlich sicher ein empathischer und mitfühlender Mensch bist. Und von daher sind natürlich solche Streitsituationen, solche Bestrafungssituationen für dich das Schlimmste, was du aushalten musst. So, und nun bist du erstmal glücklich und erleichtert. Es ist wieder Frieden zwischen uns. So, und jetzt gibt es in dir einen Teil, der will das natürlich gerne aufklären, der will noch mal darüber reden, der will vermeiden, verhindern, dass das in Zukunft wieder passiert, die gleiche Situation. Und auf der anderen Seite gibt es einen Anteil in dir, der sagt, nee, nee, lass mal, das führt wieder zu Streit, es ist doch gerade so schön. Und wenn wir jetzt davon anfangen, wenn wir jetzt darüber reden wollen, geht alles wieder von vorne los, der ganze Stress, die Tränen, die unangenehmen Gefühle, dann bist du wieder alleine, wirst wieder abgewertet. Das lassen wir mal lieber. Also unterdrückst du diesen Anteil in dir, der darüber reden will, der die Grenzen nochmal setzen will, der einfach sagen will, wie es dir geht, der deutlich machen möchte, welche Bedürfnisse du hast. Und diesen Anteil unterdrückst du quasi, und das nicht nur einmal oder zweimal, sondern im Laufe der Beziehung 10-mal, 20-mal, 100-mal. Das heißt, du nimmst dich und deine Bedürfnisse immer weiter zurück, des lieben Friedens willen. Und dadurch scheint es, dass ihr viele schöne Momente habt. Aber diese vielen schönen Momente sind trügerisch, weil diese schönen Momente, die würde es nicht geben, wenn du echt und authentisch wärst, wenn du auf deine Bedürfnisse achten würdest, wenn du sagen würdest, wie es dir damit geht, wenn du sagen würdest, dass dich das verletzt, dass du das nicht möchtest, dass das nicht der Umgang ist und die Beziehung, die du dir wünschst, dann würde es mega Stress geben und eben keine schönen Momente. Das heißt, was ich damit sagen möchte, dass diese schönen Momente, an die du dich nach der Trennung natürlich am ehesten erinnerst und die auch zu Gedanken führen, wie habe ich mich vielleicht zu schnell getrennt, war es zu voreilig, wäre vielleicht doch alles wieder gut geworden. Das heißt, diese schönen Momente waren nicht wirklich echt, weil du gar nicht echt und authentisch dich verhalten hast. Okay? Und von daher sind eben auch diese schönen Momente nicht wirklich ein Grund, wieder in die Beziehung zurückzugehen oder dir weiter ein schlechtes Gewissen und Selbstzweifel zu machen, dass du zu schnell gegangen bist. Und
das Ganze oder diese schönen Momente, die holen wir uns unter anderem deswegen wieder ins Bewusstsein, also die scheinbar schönen Momente, weil wir in einer emotionalen Abhängigkeit sind. Die emotionale Abhängigkeit entsteht durch diesen Wechsel aus Belohnungs- und Bestrafungsphase, ne? Glückshormone, Stresshormone und, und. Und vielleicht kennst du das Hot-Frog-System oder Prinzip. Und das Hot-Frog-Prinzip besagt, dass würden wir einen, oder wenn wir einen Frosch in lauwarmes Wasser tun und wir tun dann das Wasser langsam erhitzen, dann würde der Frosch nicht rausspringen. Der würde quasi in dem, irgendwann würde das Wasser ja kochen, würde er gekocht werden und tot sein. So, würden wir den Frosch sofort in kochendes Wasser tun, würde der sofort wieder rausspringen. Übertragen auf eine toxische, narzisstische Beziehung bedeutet das quasi, würde die narzisstische Person von Anfang an ihre mit der Bestrafungsphase zum Beispiel starten und dich abwerten und beleidigen, dir Schuldzuweisungen machen und dich manipulieren, dich gaslighten, dich mit der Schweigebehandlung bestrafen, würdest du natürlich keine 3 Tage diese Beziehung beginnen, dann würdest du die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Dadurch, dass es aber mit einer Wohlfühlphase, mit einer Wohlfühltemperatur für den Frosch, einer Wohlfühlphase für dich beginnt und das Ganze quasi schleichend und langsam passiert, bleibst du in der Situation drin und läufst quasi nicht weg, trennst dich nicht. Und dadurch fällt es dir natürlich auch irgendwann schwer, dich zu trennen. Und dann kommen noch diese scheinbar schönen Momente. Und was ich dir mit dieser Folge, mit diesem Video, mit der Podcast-Folge gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir vielleicht das, was ich gerade gesagt habe, mal bewusst machst, mal in dich reinspürst. Geht das mit dir in Resonanz? Kannst du das auch so empfinden? War es vielleicht tatsächlich so? Und vielleicht fällt es dir, oder das würde ich dir von Herzen wünschen, dass es dir jetzt ein bisschen leichter fällt, über die Trennung hinwegzukommen. Okay? Weil wie gesagt, wenn du mal ganz, ganz ehrlich zu dir bist, dann glaube ich oder bin ich sehr sicher, dass du erkennst, dass eben diese schönen Momente in erster Linie deswegen überhaupt da waren, weil du dich verstellt hast, weil du dich zurückgenommen hast, weil du gewisse Situationen vermieden hast und weil du sehr oft auf schön Wetter gemacht hast, wo gar kein schönes Wetter war. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du dich da wiederfindest, ob dir das weiterhilft. Und vielleicht kennst du auch jemanden oder ja, wen kennst du, für den genau das, dieser Input, diese Information jetzt vielleicht auch hilfreich sein könnte. Dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du diese Folge teilst und weiterleitest, weil ja, vielleicht bist du ja selber gar nicht so tief drin, aber jemand anderes, den du kennst, dann wie gesagt, leite gerne die Folge weiter. Und wenn du daran arbeiten möchtest und mit mir daran arbeiten möchtest, dann buch dir gern auf meiner Website eine kostenlose und unverbindliche Kennenlern-Session. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video oder in der nächsten Folge hören oder sehen. Bis dahin eine gute, kraftvolle, liebevolle Zeit für dich und bis dann. Tschüss!